Und der Spielmäßigstwald von Shakes and Fidget. Ich freue mich schon so 51 Minuten, nein, 18, 19 Stunden noch. Morgen ist es endlich soweit. Ich kann es echt nicht mehr erwarten. Monatelang, jahrelang arbeite ich schon auf diesen Schritt in Shakes and Fidget hin. Das ist ein richtig großer Meilenstein. Ich wüsste gerne so, wie viele Leute die Festung wie weit ausgebaut haben. Das kann man leider nicht sehen, nur den allgemeinen Ausbau. Aber ich würde mal sagen, mit Festung 17 bin ich da schon gut mit dabei. Das werde ich dann endlich machen können. Was ich gerade so dabei bin, am Machen, wenn wir schon dabei sind. Meister der Überleitungen. Dateien neu sortieren. Ordnerstruktur, dies, das, Ananas. Ich habe nämlich zu Weihnachten eine 4 Terabyte Festplatte bekommen. Eine externe. Und ich kann nur sagen, es ist echt, ich weiß nicht, ich muss mir da ein besseres Konzept überlegen oder so. Ich sortiere alles immer schön in Ordnern. So egal, ob es jetzt damals in der Schule irgendwelche Dokumente waren oder meine Videos, da gibt es einen Ordner Videos. Dann Let's Play, Shakes and Fidget. Die Folgennummer, die Vorschaubilder, alles schön sortiert und abgespeichert. Und ich habe noch immer so viele Brombeeren. Heute ist Licht dran. Da schaue ich mal in die Post, da bin ich schon sehr gespannt. Ach ja, wann war das? 22.12. An diesem Tag habe ich, glaube ich, kein Video aufgenommen. Ach so, das habe ich ja schon, das habe ich schon gezeigt. Ich bin manchmal sehr vergesslich. Ja, und damals, ich weiß nicht, da waren die Festplatten noch nicht so riesig. Und Rang 34 mittlerweile. Läuft, würde ich mal sagen. Da waren die Festplatten noch nicht so riesig. Und da habe ich immer 1 Terabyte, 1 Terabyte, 2 Terabyte. Ich verfüttere da jetzt was. So, 1, 2 und 3 von mir aus. Ich kann nicht mal ein einziges Mal drehen. 0 Lucky Coins. Genau, und deshalb habe ich sehr viele 1 Terabyte und 2 Terabyte Platten. Und ich speichere eben alles. Und Photoshop-Dateien, die haben teilweise 500 Megabyte. Und ich hasse es echt. Momentan ist jede meiner Festplatten voller als voll. Ich hoffe, mit diesen 4 Terabyte komme ich noch eine Zeit lang gut um die Runden. Da waren heute viele Pilze dabei. Oder ist mir das nur so aufgefallen? Doch. Ich habe locker 9 wieder oder 12 zurückbekommen. Yo. Was ich jedoch noch nicht habe, ist irgendwie, ich muss die mal alle beschriften. Da ist jedoch die Sache, beim letzten Mal übrigens der fiese Fallensteller da gegangen. Wie beschriftet man Festplatten? Also was schreibe ich da drauf? Auf der einen sind, das sind ja überall hunderte Dateien. Oh mein Gott, was ist denn da los mit diesem Krieg? Oh, wow, 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 wow. Den letzten überlebt und noch einen 5%, mehr als 5% Treffer rausgeballert. Das war wichtig. 83%, ja. Hätte ganz anders ausgehen können. Genau. Das Beschriften, keine Ahnung. Ich will die nämlich nicht immer alle anstöpseln. Ich kaufe sie immer von derselben Marke. Ich muss mir jetzt hier, heute sehe ich mir immer die Rangliste an. Tempis G1, du bist hier nicht oben, das heißt wahrscheinlich nicht so stark. Hoffe ich mal. Ich kaufe mir alle von derselben Marke. Irgendwie, ich weiß nicht, sollte man das aufteilen? Ein paar von dieser Marke, ein paar von dieser Marke, sodass, wenn eine Marke schlecht ist, man alle anderen hat. WD. WD MyBook heißt das. Ich weiß nicht mal, wofür WD steht, aber irgendwie habe ich da auf Amazon gute Dinge drüber gelesen und habe mir eben dann eine 4 Terabyte von dieser Serie auch gekauft. Ich mache es immer so. Ich gehe offline shoppen und dann besuche ich Geizhals, Amazon, erstmal Preise vergleichen, ein paar Bewertungen durchlesen und wenn man wirklich, wenn es eine große Ersparnis gibt vom Preis her, dann Terminatain mit 19 und diesem Level, ich hoffe Wasser kann es machen. Wenn es eine große Zeit der Geldersparnis gibt, dann bestelle ich natürlich online. Aber wenn es, sage ich mal, nur wenige Schillinge sind, dann, und ich brauche das Produkt schon unbedingt und die Bewertungen sind auf Amazon gut, dann kaufe ich auch direkt im Laden so. Das stört mich dann nicht, aber ich sag mal 10 Euro, 20 Euro, 30 Euro, da muss man eigentlich online bestellen. Da führt kein anderer Weg dran vorbei. Genau, und jetzt bin ich gerade dabei. Das dauert richtig lange, alles schön zu sortieren auf dieser 4 Terabyte Festplatte. Die wird auch bald wieder voll sein, weil ich hebe mir sogar teilweise Gameplays von meinen Videos auf. Also die Rohdateien, wenn ich zum Beispiel nochmal ein Best-of zu irgendetwas schneide,
dann will ich nicht das kodierte Video nochmal kodieren, sondern die, wie sagt man, die Ursprungsdateien besitzen. Anatonk 17, warum habt ihr alle so wenige Begleiter bei Licht? Ist dir schlimmer als auf S33 bei mir? Schatten kommt heute dran. Ich bin schon, wenn ich in 2 Jahren nochmal so ein Video mache, dann labere ich nochmal über das identische Thema. Und anstelle von 4 Terabyte sprechen wir dann von 10 Terabyte Festplatten, die wahrscheinlich sogar billiger sind als die 4 Terabyte heutzutage. Ist echt krass, diese Entwicklung. Ich erinnere mich noch damals so. Ich war in der Schule der richtig harte Stecher mit einem 200 Megabyte USB-Stick. Also 200 Megabyte gibt's nicht, aber man weiß, was ich meine. 264, Moment, oh mein Gott, ich komme von der technischen Schule und weiß die Megabyte-Stückelungen nicht. 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256. Hat gestimmt? Habe ich das gesagt? 256? Genau, auf jeden Fall mit irgendwie 200 Megabytes einen USB-Stick gehabt und das war damals, es hat mehr als ausgereicht. Aber heute, nö, da passt nicht mal die erste Minute eines Videos drauf. Ja, so schnell kann es gehen. Und vor allem wird es auch immer günstiger und günstiger, die ganzen Terabyte. Bin echt schon gespannt, wie weit diese Entwicklung noch geht, so. Naja, egal. Das war ein kleiner Ausflug. Antler Stufe 1, jetzt zu Weihnachten erst bekommen. Und Schlumpfer mit 20 Begleitern, da werde ich wahrscheinlich auch gewinnen. Höchstwahrscheinlich. Bei Licht 5 von 5. Ist auch nur deshalb, weil ich keine starken Gegner aktuell bekomme, die mir 180 Ehre bescheren könnten. Was ich schade finde, denn ich habe ja das Zeug dazu. Ich könnte die locker knacken, teilweise. Oh, da war ich wohl zu vorlaut. Denn wir sind wieder dabei. 2 Begleiter gegen einen. Das hat noch nichts zu bedeuten, aber ernsthaft. Ernsthaft. Unicorn, wenn du das nicht machst. Also mein Unicorn. Unicorn 1, Unicorn links, wie auch immer. Dankeschön, 20 Ehre bekommen. So, Zitrone, Zitrone, Zitrone und Grüße an Milchreis. 3 für morgen kann ich mal besorgen. Das ist gut, aber beim Rang tut sich nichts, wenn ich da immer nur 20 bekomme. Felsenfest mal wieder hier auf 14, 13. Sorry, jetzt musste ich gerade aufstoßen, hab vorhin noch gut gegessen. So, also, dann, was tut sich noch hier? Was muss ich noch machen? Alles im Video, sonst vergesse ich immer. 5 Millionen, ja, ging schon mal besser. Dann Le Toilette, schon wieder ein schwarzer Edelstein. Das ist ja nicht zu fassen. Nö, den Ausdauerstein werfe ich rein. So, einfach nur, um die schwarzen Edelsteine zu verschonen. Ich freue mich echt schon. Wie, naja, nicht wie an Weihnachten, aber das wird toll. Das wird ziemlich episch. 17, dann noch 3... Ausbaustufen 18, 19, 20. Dann bin ich durch. Hört sich einfacher an, als es im Endeffekt ist, aber eventuell mit den verbesserten Raritäten des Waldes-Event. Wer es nicht mitbekommen hat, man bekommt mehr Holz und mehr Stein. Kann man das machen? Wer weiß. Muss man sich ansehen. Ob das jetzt nur wegen 5er-Event und 3 Tage lang und so der Fall war oder ob man immer so fett die Ressourcen ziehen kann. Hier blinken einige Buttons, vor allem einer ist fein. Dieser hier gegen den Graugeier, was werde ich denn da bekommen haben? Ausgewichen. Nicht mit mir, nochmal ausgewichen. Ach komm schon, mach's nicht so spannend. Die Leute wollen doch wissen, was sich hinter dir verbirgt. Nämlich ein Ei, das passt ja irgendwie. Ein Geier? Dann gib mir ein Ei. Nämlich eine Feuerei, ein Feuerei. Und es ist... Es ist wahrscheinlich... Der hier heißt der Tikon. Genau. Mittwoch, nachts, im Bucherdschungel hatte ich noch nicht, weil ich nicht drauf geachtet habe, aber jetzt ist er da. So, weil Dragopyr, den bekommt man ja im Waffenladen und da war er noch nicht. Ich schaue da jeden Tag rein, ohne zu blättern, noch nicht bekommen. Kann ja mal passieren. Ich weiß nicht, auf S14 habe ich da auf jeden Fall einige Male blättern müssen. War schon zweistellig, im höheren zweistelligen Bereich, wenn mich nicht alles täuscht. Aber ist ja auch ein seltenes Pet. Steht das hier im Spiel auch dran? Dieses Pet ist selten, genau. Und seltene Pets, die sollte man nicht nach dem ersten Mal blättern bekommen. Dann werfe ich heute hier
diesen Brustpanzer rein und hoffe, dass irgendwas rauskommt, was ein Begleiter von mir benötigen kann. Mal schauen. Krieger. Krieger. Oh. Yo, wow. Bertram freut sich, Bertram. Sehr happy über dieses schöne Fundstück. Denn der hat ein Halloween-Item, nicht alle Attribute und trotzdem weniger Attribute auf jedes einzelne als dieser. It's me, Mario. Panzer ist eine Anspielung. Klempner, wer das nicht versteht. Super Mario ist der Klempner. Und das sind die Koopas. So, soll ich noch einmal nachtrinken? Was gibt's hier? Ja, egal, für heute gar nicht mehr. Schon mal eine Pause. Und zwar spiele ich an Mitternacht, zu Mitternacht dann weiter. Egal, ich mache mal 3 Stunden. Später weiß ich dann mehr. Die Festung blinkt, verdammt, schon wieder nicht abgeholt. Abholen und abholen. Edelsteine suche ich noch keine. Denn ich will noch sparen, aber die Festung wird sich nicht ausgehen. Schade, obwohl ich während des Weihnachtsevents 3 Tage lang die volle Abenteuerlust auch auf diesem Server gezockt habe. Da hatte ich nicht so viele Treibsanduhren, hat aber trotzdem gereicht, um da einiges zu holen. Ja, was baue ich denn dann wieder aus? Das ist ja schon morgen. Das werde ich dann wahrscheinlich ohne Video machen oder ich nehme mal früher auf. Wieder, jetzt gibt es ja einen anderen Rhythmus. So, jetzt muss man schauen. 15, das kann ich nicht. Kaserne lohnt sich hier nicht so für meine Ansprüche. Gerade Schatzkammer benötige ich auch nicht. Edelsteinmine weiß ich nicht. Und wenn ich wieder mal irgend sowas ausbaue wie Schützengilde oder Magierturm, dann kann ich wieder abgefarmt werden. Befestigung ist schon auf 15. Ja, ich habe keine Ahnung. Ich kann nur doofe Gebäude ausbauen. Ich brauche die Ressourcen. Mann. Das ist echt, würde ich beim Glücksrad täglich drehen. Hätte ich die schon längst. Aber sowas von. Ich würde mir jede Werbung ansehen. Gebt mir Werbungen, bitte. Werbungen über Apps, Game of War, Game of Raw, irgendwelche War of Game und Dies of Game und War of Clash und Clans und hast du nicht gesehen. Da gibt es ja tausende Apps. Gebt mir die Werbungen, ich will sie sehen und ich will Lucky Coins haben. Ich vermisse die alten Zeiten, wo Lucky Coins wie Sand am Meer verfügbar waren. Mann, das regt mich richtig auf, weil das Glücksrad eben so heftig da in die Karten spielt. Naja, egal. Kann man nichts machen. Ich versuche auch immer mit der App reinzuschauen und so. Und da kommt mal ein Werbespot. Jeder zweite ist bei mir verbuggt. Und da kommt dann kein Werbespot, obwohl eine Flimmerkiste da ist und so. Und ich will ja auch nicht schummeln und so. Liegt's an Österreich? Ich weiß es nicht. Gebt uns bitte mehr Werbespots. Ich dachte, die Weihnachtszeit ist die gut gebuchte Zeit, aber anscheinend nicht hier bei diesen Werbespots. Heute war zumindest hier beim Atzmodias ein guter Tag. Vielleicht auch beim Schwefelhölzermädchen. Magier leider nicht heroisch. War knapp nicht heroisch. So, weg damit. Und genau. Bitte. Ich brauche die Ressourcen. Das wäre schon fein, aber das geht sich nicht aus. Holz mal rechnen. Dann 10 Stunden. Ach, das sind 20 Stunden für 900.000. Mann. Das wären zu viele Stunden. Da kann ich locker noch irgendwas anderes ausbauen. Doch bis dahin bin ich wieder. Das wäre der Magierturm. 6 Tage zum Beispiel. Kostet 5 Millionen Holz. Hier nur 3,6 Millionen. Ach kommt. Da würde ich sogar fast zur Schmiede tendieren, weil die ist am billigsten. Und dann kann ich zumindest für die Verteidigung sorgen. Ach, ich weiß es doch auch nicht. Die Festung. Ich werde noch verrückt hier mit der Festung. Das ist echt krass. Ohne Glücksrad kommt man da nicht so gut voran. Wo bin ich denn hier? 307 Ausbau ist auch nicht so schlecht eigentlich. Die Besten auf diesem Server haben 365, sehe ich hier mit Abstand am meisten. Genau. Gut. Na dann würde ich mal sagen, war's das mit dieser Folge. Ich bedanke mich wie immer fürs Zusehen und das gerne auch nicht so, Leute.